Göttliche Show. Boah, Junge! Mir wird gleich schlecht. Oh. Karma, Karma. Auf dem Einblick hat man echt gedacht, das wäre der Kopf gewesen. Heute wird's richtig dreckig und das nicht nur, weil ich heute nicht geduscht habe, sondern weil Fußballer auch manchmal ganz schön unfair sein können. Ach ja, ich trage hier wieder den weltbesten Merch. Letztes Mal habe ich vergessen, den Link in die Beschreibung zu packen. Diesmal ist er da, also abchecken, Leute. So, es fängt direkt hardcore an, ja? Also, was jetzt passiert hier? Hazard tritt einfach ein Kind da, ey. Junge, das sehen tausende Leute, der tritt den einfach. Geisteskrank. Boah! Schön auf dem Solarplexus, ja geil. Junge, der hat sich gar nicht wehgetan. Boah, rote Karte rausgeholt, der Dreckige. David Luiz. Da war noch nix. Was ist das? Was für ein dreckiges Spiel? Oh, Pepe, ne? Pepe, Alter, das ist auch ein... Das ist kein Mensch mehr, was der... Gibt euch das! Der tritt da, der tritt da zweimal richtig rein! Digga, dafür muss es drei rote Karten geben! Was, der hat den angespuckt? Boah! Oh, wie... Boah, wie... Boah! Mir wird gleich schlecht! Boah! Hat der wirklich jetzt dafür noch einen Elfer bekommen, denn? Das war ja richtig eklig von Vidal. Vidal auch ein Spieler, den ich gar nicht leiden kann. Er endet einfach dran. Oh mein Gott, und das wird belohnt. Bei so einem Ding gibt doch einfach das Tor. Das ist doch eine total blöde Regelung. Der wäre doch reingegangen. Das ist richtig dreckig. Das ist richtig dreckig. Der Torwart kümmert sich da um den. Und dann, ey, hauen die dem einen rein. Das muss doch auch eine Karte geben. Ich check das nicht. Ja, okay, das macht er nicht, aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Maradona, die Hand Gottes. Ja, ja, ja. Geisteskrank. Und Messi macht ihm natürlich direkt nach. Ich könnte danach nicht mehr im Spiegel gucken, ne? Ich bin ehrlich. Sagt ihr was von Handspiel, Junge? Ich sehe gar nichts, Alter. Ich sehe nur schlechte Qualität. Pepe schon wieder. Boah, ja. Mit gestreckten Beinen da so drauf. Muss nicht sein. Oder sieht der Ball, ist auf jeden Fall schon weg. Wie kann man in einem Spiel auf die Idee kommen, seinen Gegner zu beißen? Ey. Das geht doch nicht. Hey, der sammelt einfach meinen Bruder um. Den Glatzenschiri. Du schubst ihn doch mal, Alter. Der hat's immer noch nicht gelernt. Gib dir noch eine rote. Was macht der da? Der will die Handschuhe von dem aufmachen. Die Torwarthandschuhe. Ey, was ist denn mit den Leuten los? Spielt da einfach mal Fußball. Ey, das war so geil. Und Ronaldo hat die so genommen, Alter. Ey, das ist einer der geilsten Momente überhaupt. Im jemals im Fußball. Was hat er eigentlich damals jetzt gesagt? Weiß man das mittlerweile? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Ah, da geht er manchmal auch so aggressiv rein. Na ja, wird gleich noch eine gelbe wahrscheinlich bekommen, ne? Ah, der ballert dem einfach in die Fresse rein. Ah, das war doch niemals Absicht. Oder? War das Absicht? Ja, sowas im El Clasico, Messi. Schwach. Schwach.
schwach. Deshalb ist er nicht der Beste. Deshalb ist es Ronaldo. Was ist da passiert? Ich hab's nicht gesehen, ist er auf Fuß getreten? Ja. Ja, wurde das Tor jetzt gegeben oder nicht? Wir sollen ihn mal auflösen. Ey, Neymar ist aber ein Spieler, den guckt man gerne. Boah, den guckt man einfach gerne zu. Manchmal ist er auch ein bisschen arrogant, okay, aber darf er auch sein, weil bei den Skills, ganz ehrlich. Boah, wird er da reingeprügelt. Ey, geisteskrank. Das ist Karma. Karma, Karma. Ramos, früher habe ich ihn auch gehasst für seine Spielweise, mittlerweile, ich finde ihn so geil. Man muss sich auch mal durchsetzen. Rambo Ramos darf das. Der hat sich doch auch safe, ich wollte gerade sagen, dass sich das safe nicht wehgetan. Vor allem, das ist so ein Tier, Alter. Super, das weiß schon wieder irgendwelche Leute. Ey, was geht hier ab? Was geht hier heute ab? Chiellini, denk auch nur, wo bin ich hier? Chiellini, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Boah, da kriegt der Ball. Der 73 sogar die Hand und hat sich selber. Was ist das? Ey, guck mal, wie rot ich hier anlaufe heute. Wie sind die Leute hier drauf, Alter? Und warum hat jeder zweite Schiedsrichter eine Glatze? Ramos hebt ihn direkt auf. Der Ehrenmann. Was ist denn jetzt los? Ey, das muss doch echt nicht sein. Ach, das war die Hand. Aus dem Einwinkel hat man echt gedacht, das wäre der Kopf gewesen. Digga, da hat sich wohl die Hand in seinem Trikot verheddert, ne? Das ist uns auch schon oft in der Kreisliga passiert. Da kann man einfach nicht loslassen. Er macht halt den Drecksel-Meter-Punkt nicht so kaputt. Oh, einer der besten. Robben. Was war da jetzt? Ah, okay, das reicht nicht ganz, Ronaldo. Boah, ey, Pepe ist so ein Huren, Alter. So ein Huren. Einfach zweiter Ball und der spielt den genau auf den. Richtig korrekt. Da kommt eine geile Grätsche, das sehe ich jetzt schon. Boah, Junge. Vierfach rot. Unnötig, vielleicht wird auch. Boah, das auch noch bei Ibra. Ibra wird sich so gerecht haben. Ah ja, das kenne ich sogar. Der hat ihm so Ellenbogen in die Fresse gegeben. Richtig so. Boah, der Fuß, der arme Fuß. Und direkt Casemiro. Was sieht da los? Ey, geisteskrankes Video. Einer der geilsten Reactions überhaupt, meiner Meinung nach, weil das Video so geil war. So viele dreckige Verletzungen, die muss man sich auch mal reinziehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.